Hallo Leute, ich bin ja ein Fan von kosmologischen Weltbildern anderer Völker und anderer Zeiten und ich habe auch schon öfters mal über die germanische Weltsicht etwas hier gebracht und mich dabei immer auf die Edda bezogen oder die Edda selbst thematisiert. Und heute möchte ich nochmal einen kleinen Abschnitt aus einem Buch vorlesen. Das Buch heißt Das Rätsel der Edda und der arische Urglaube von Otto Siegfried Reuter. Dieses Buch kann man sich auf archiv.org downloaden. Ich packe euch unten den Link in die Infobox rein und lese jetzt mal diesen Abschnitt vor. Dieser Abschnitt heißt Das germanische Weltbild. Unter der kreisrunden Erde Midgard heraufwärts erhebt sich gegen den Himmelspol die Weltachse Irmingfuhl Yggdrasil als grünender Weltbaum, das Weltall mit seinem Lichtgezweige Glanzwald überlaubend. Das Urbild der irdischen heiligen Haine, Bäume und Säulen. In seinem Geäste Sonne und Mond, Adler und Habicht. Unter seiner Wurzel der Finsternisdrache, Nidhogg. Am Stamm des Baumes in der Mitte der Welt die Gerichtsstätte der Götter. Den Stamm umkreist der Irmings- oder Wodanswagen, der Spindelrocken, der Frick. Die Erde ist umgeben vom Weltallsmeere, Wendelmeer, Agiersitz. In ihm lagert das Weltall, mit Urbosheit umlauernd, sich in den Schwanz beißend, die Midgardschlange Irmingand. Das Weltall ist als Halle, Valhall, mit 540 Toren gedacht, deren Bogen sich im Himmelspole schließen. Zu seiner Höhe führt der Irmingsweg, Wodansweg oder Milchstraße hinauf. Oben vom Himmel waltet Irminggott, Allgott. In seinem Glanze liegt das Unsterblichkeitsfeld oder Insaka. Vom Lichtgezweige des Weltbaums sinkt der Tau der Unsterblichkeit und des Lebens über alle Welt nieder. Das All wird auch als Himmelsberg, Glanz oder Glasberg gesehen. Odin heißt der Mann vom Berge, Urbild der irdischen Götterberge. Der Nordstern stand vor 4000 Jahren weiter ab vom Pol. Dafür umkreiste diesen in großer Nähe der Irmingswagen. Also wer sich so ein bisschen für die Geschichte der Germanen interessiert, dem kann ich dieses Buch wirklich ans Herz legen. Darin gibt es noch viele andere interessante Dinge zu entdecken, zum Beispiel sehr viele Zahlen und Verhältnisse, die darauf schließen lassen, dass die germanische Frühgeschichte sich irgendwie aufgespalten hat und die heutigen Inder und sogar die Perser auch Nachfahren der frühen Germanen waren. Das mag man vielleicht gar nicht glauben, aber aus vielen alten Schriften geht das hervor. So decken sich viele Überlieferungen aus alten indischen Schriften mit zum Beispiel Formulierungen und Überlieferungen aus der Edda. Die Germanen haben uns ja leider nicht so etwas hinterlassen wie eine Bibel oder so etwas in der Art, denn deren Glaube war ja eine Art Naturglaube. Heute sagt man dazu wohl Heidentum, aber nach der Christianisierung wurden auch die meisten dieser Überlieferungen, die tatsächlich damals nur mündlich stattfanden, die Germanen haben nichts niedergeschrieben oder wenig, die wurden nach und nach immer mehr entfernt und so weiß heute kaum noch jemand etwas über die alten Germanen oder wie sie glaubten, was sie für ein Weltbild hatten. Und deswegen liebe ich solche alten Bücher, aus denen man doch das ein oder andere noch erfahren kann. Ich persönlich fühle mich den Germanen irgendwie sehr verbunden, obwohl ich selbst nicht mal weiß, ob ich genetisch selbst ein Germane bin, aber dennoch fühle ich mich diesem Volk verbunden und dieser Geschichte und vor allem auch dieser Kultur, weil ich hier lebe. Des Weiteren finden wir in diesem Buch ein sehr schönes Gedicht, also ich fand das so wunderschön, dass ich das bei der Gelegenheit auch mal hier vorlesen möchte. Dieses ist zwar kein germanisches Gedicht, sondern es ist das Gedicht eines christlichen Dichters, aber ich finde es trotzdem sehr schön. Ich find's wunderschön. Wenn ins Land die Wetter hängen und der Mensch erschrocken steht, wendet wie mit Glockenklängen die Gewitter dein Gebet. Und wo aus den grauen Wogen weinend auftaucht das Gefild, segnest du's vom Regenbogen. Mutter, ach wie bist du mild. Wenn's einst dunkelt auf den Gipfeln,
und der kühle Abend sacht niederrauchet in den Wipfeln. O Maria, heilge Nacht, lass mich nieder wie die andern, decke zu der letzten Ruh, mütterlich den müden Wanderer mit dem Sternenmantel zu. Also das hat mir wirklich prima gefallen. Deswegen habe ich das hier auch vorgelesen. Und ich finde es eigentlich auch schade, dass heute so wenig an den Schulen überhaupt noch etwas zu den Germanen gelehrt wird, wenn man sich das weniger ansieht, was man auf Wikipedia oder so zu lesen bekommt. Das scheint mir nicht wirklich alles glaubhaft zu sein. Denn die alten Bücher, die ich so gelesen habe, die beschreiben etwas ganz anderes. Deswegen setze ich mich ein bisschen dafür ein, dass dieses Wissen, das wenige, was es noch gibt, nicht ganz verloren geht. Ich weiß, dass die Leute heute lieber an ihren PCs sitzen und Games daddeln, als sich mit solchen Sachen zu befassen, jedenfalls die Jüngeren. Aber weil ich weiß, dass sie sich selbst damit nie befassen werden, lese ich diese Dinge halt hier vor oder thematisiere sie. Vielleicht stößt das bei dem einen oder anderen irgendetwas im Hirne an. Ich weiß es nicht. Man kann nicht sagen, dass alle verblödet sind, denn ich habe vor kurzem einen jungen Mann kennengelernt, der studiert Mathematik. Und da war ich sehr überrascht über seine Denkweise. Er war ein sehr aufgeschlossener Geist oder ist es immer noch, denn er lebt ja. Bekannterweise stirbt die Hoffnung ja zuletzt und man soll es nicht ganz aufgeben, bevor es nicht untergegangen ist, sagte der Kapitän. Okay, das war's erst einmal. Dankeschön.